Heute, anlässlich von meinem Geburtstag, präsentiere ich euch ein Rezept, das ich euch schon lange versprochen habe. Ich weiss, ganz viel darauf warten. Es geht heute Wraps. Fladenbrot. Mexikanisches Fladenbrot. Tortilla. Burrito. Kannst du mir sagen, wie du willst. Flach in den Bratpfanne rausbacken. Kannst du füllen mit herrlichen Zutaten. Wenn du es erstmal selber machst, kann es durchaus etwas anders schmecken als das komisch gekaufte. Aber es ist so viel besser. Und weil heute mein Geburtstag ist, bekommt ihr in diesem Video nicht nur das Rezept. Die Hinweise zum Rezept. Nein, ihr habt auch noch die Chance. Taratata. Euch einen wunderschönen Burrito Tortilla Fajita mexikanischen Fladenbrot wärmer zu nähen. Jeder, der weiss, wie ich gerne an die Nähmaschine hocke, hat mir das Irene von Strich und Faden abgenommen. Weil auf der Webseite von der Irene von Strich und Faden hat schon lange so einen Burrito Fajita mexikanischen Fladenbrot wärmer. Und weil sie weiss, wie gerne ich nähe, hat sie mir anlässlich zu meinem Geburtstag einen gestaltet. Ist das toll? Team selber machen. Durch und durch. Kooperationen, Frauen stärken. Nicht nur davor reden, nein, auch machen. Anlässlich zu meinem Geburtstag wird das gelebt. Ich tue dir Sicherheit, dass er nicht dreckig wird. Mit dem bringen dir die Dinger wunderschön auf den Tisch. So, heute nicht 0815 Rezept. Ich verwende in meinem Rezept Maismehl. Ich habe das hier schon in die Schüssel hier. Ich arbeite heute mit meiner Kenwood. K-Hocken oder Teighocken ist beides erprobt, funktioniert beides. Zwei Tipps, hier sind die Mehl. Backpulver brauchen wir, es ist kein Hefeteig. Tünt das Backpulver, das ich erwähne, tünt das abwägen. Absieben. Backpulver hat Bitterstoff drin. Es ist nichts grusigeres, als wenn ihr auf so einer dünnen Fladen auf so ein Backpulverklümpel anweist. Das ist gruselig, das ist bitter, das wollen wir nicht. Durch Absieben, ausschütteln, wegräumen, aufgeräumt. Nachher kommt, weil es ja mexikanische Burrito Fajita, mexikanisches Fladenbrot ist, echtes Aargauer Rapsöl drin. Ich muss noch schnell spicken, ich habe das Rezept noch nicht ganz so intus. Man sollte Rezept ja gar nie intus haben, man sollte immer nachschauen. Also, da kommen wir noch rein. Sehr viel. Jetzt sagt Frau Klemmli, sagt immer, tünt da Öl nicht von Anfang an rein und jetzt rührt sie es hier rein. Was soll jetzt das? Kommen wir nicht raus. Das ist etwas anderes. Das ist kein Hefeteig, wir wollen keine Struktur aufbauen. Dürfen wir. He? Und lauwarmes Wasser. Macht das wirklich, hat einen Sinn. So. Da tun wir weg. So, Dalik. Haben wir alles vergessen? Ich bin ja sicher. Wir schauen ihn an. Ich habe ein Korn verliert. In der Hälfte der Zeit, war jetzt die Hälfte der Zeit, wenn sich alles gut zusammengemischt hat, putze ich den Rand ab, dass das auch noch reinkommt und kurz weiterteig. Also da geht kein 10 Minuten Teig, das ist ein Zusammenmengen. Darum geht, wie gesagt, auch der K-Hocken ideal. Hier aber putzen. Sind mutig, vertrauen dem Rezept, fällt nicht an von der Anpanschen. Wäre schade, weil es ist getestet, es sieht nach mega trocken aus, es muss so sein, das ist wichtig. Maismehl fragen mich sicher ganz viel. Ich habe Maismehl in Bio-Qualität von der Biofarm, komme ich 100 Gramm in 500 Gramm, wunderbar im 500 Gramm Säckchen über, muss ich nicht so lang dran. Wenn ich ein Kilo kaufe und es ist eine Top-Qualität mit Schweizer Mais. Nachher machen wir eine Bratpfanne bereit. Ein Ausrollholz.
eine Waage. Und vorne habt ihr ja schon. Wenn ihr empfindlich seid an den Händen, nehmt ihr so eine Zange. Und ich habe noch eine Bäckerleine, wo ich die Teigstücke, die ich dann abwäge, kann zudecken, dass sie nicht vermutet. Nach kurzer Zeit sieht das so aus. Das tue ich zu einer Kugel. Muss nicht so tönen, tut aber gut, wenn es am Tag so tönt. Zusammenmengen. Das hat jetzt keine Struktur, wie wenn ich die Zeitung durchlesen kann, wie ich es zusammen zeige. Dann nehmen wir auch dran. Und dann tue ich das mit einem Backhäubchen abdecken und 30 Minuten gehen lassen. Jetzt ist es so, wenn ich ja schon muss, alle Stunts selber machen und auch keine Filmcrew haben, bin ich wenigstens nach ein paar Jahren Instagram so clever, dass ich schon so ein Style vorbereitet habe. Doro! Taratata! Kommen die Hühner, passend zu Ostern, mein Teig, der schon gegangen ist. Und den tue ich jetzt in 8 gleich grosse Stückchen abwägen. Ich weiss, es tun Leute nicht gerne mit der Waage arbeiten. Ich tue euch empfehlen, die Hühner zu abwägen. Ganz einfach. Teig drauf. Schauen, wie viel. Wieso ist jetzt das so nass da? Wie viel ist das Teigmenge total? Und dann durch 8 teilen. Wenn man es nicht kann, nimmt man den Rechner. Man kann sich ins Rezept ergänzen. Ich tue extra nicht schreiben, wie viel Teig es braucht. Es muss einfach 8 Stückchen geben. Rechnet selber. Wenn ihr so bei 80 Gramm rum sind, sind wir nicht falsch. Und weil es kommt immer ein bisschen darauf an, wie exakt sind eure Waagen, wie exakt arbeitet ihr. Wenn ich euch sage, ihr müsst 80 berühren, dann müsst ihr den Rest von dem Teig, oder es gibt Leute, die den Rest vom Teig wegrühren, dann würde ich extrem schade finden. In der Zwischenzeit kann man, die Verklemmerisack ist gar nicht ökologisch unterwegs, die Bratpfanne schon auf dem mittleren Stufe noch ein bisschen warm werden, dann ist man schon parat. So, 2, 4, 6, 8, gut geschafft. Dann sind wir weg. Wir brauchen Platz. Eins melden wir auch weg. Salz brauchen wir auch nicht mehr. Rezept tun wir auch weg. Das können wir eh nicht über. Nachher tun wir die aufschleifen. Ohne Mehl. So runde Kugel. Und setzen die auf den Verschluss ab. Wenn ihr mehr braucht, könnt ihr den Doppelteig machen. Oder auch so in 2 Stufen arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Dann ist der nächste fast nach einer halben Stunde wieder nach. Ihr könnt auch probieren, den Maisanteil zu erhöhen, um mit dem Weizen runterzugehen. Das überlasse ich euch selber. Dann müsst ihr einfach gut schauen mit dem Wasser. So ist es getestet, so verhebt es. Nachher nehmt ihr ein Ausrollholz. Kenner erkennt, das ist einfach ein Holzbrüll. Der ist aus Luino. Das ist ein Land, wo wir früher in Italien, wo wir früher herreisen konnten. Und der hat einen grossen Markt gehabt und die waren berühmt gewesen, bevor sie für chinesische Stromfaser berühmt worden sind und Socken für Holzarbeiten. Und wenn ihr jemals wieder in so ein Land könntet reisen, schaut an diesen italienischen Markt für so Holzsachen. Das ist unglaublich toll. Gerade wenn man mit Druck arbeitet, kann man mit dem gut arbeiten. Meine Kombination ist nicht gemählt. Ich nehme aber ein Birnenbitzli. Ein Birnenbitzli recht gehabt. Ich nehme es mir als Schüssel zu, dass ich ein bisschen habe, wenn es kleben. Zusätzlich nehme ich ein zweites Tüchli, das ich neben die Bratpfanne lege. Auf Kombination. Und jetzt fange ich an, schonend die Teigstückli auszurollen. Man kann eins ums andere machen, so mache ich es. Man kann aber auch immer wieder, wenn man den Teig zu lang geknetet hat, zieht sich der immer zusammen. Eigentlich tun wir jetzt den noch in Form bringen nach
Nach dem Kneten. Hm? Wenn ihr zu lang habt, dann klebt es unglaublich. Ein bisschen Mehl, ein bisschen. Könnt wirklich mit eurer Kraft arbeiten und sind froh, wenn es euch an der Kombination ein bisschen klebt. Dann kann man sie so richtig schön dünn machen. Wenn sie nicht schön rund sind, kann man sie so ein bisschen in Form bringen. Jetzt, es macht keinen Sinn, sagt ich Fajita Burrito mexikanische Fladenbrot auszurollen, wenn die Bratpfanne nur so ist. Also schaut ein bisschen, wie gross eure Bratpfanne ist, weil wenn es sich am Rand fest ausschiebt, wird es dort nicht kross. Wenn euch die zu dick sind, geht ihr mit diesen 80, um die 80 Gramm, geht ihr ein bisschen runter, könnt ihr ein bisschen weniger nehmen und macht einfach einen mehr. Das kommt ein bisschen darauf an, wie gross eure Bratpfanne ist. Und dann könnt ihr auch noch euren neuen Fajita Burrito mexikanischen Fladenbrotwärmer, den ihr euch ja noch nähert heute Abend, anschauen. Auch dort sollt ihr ja nachher auch Platz haben. Wäre sinnvoll. Jetzt, aus Gründen, würde ich euch das gerne zeigen, wie das in der Bratpfanne weitergeht. Muss ich die Kamera schnell kehren? Ich kann das leider nicht machen, darum verabschiede ich mich hier schnell für einen Moment und wechsle über zum Backofen. Bratpfanne. Ihr wisst es. Bis nachher. Nachher hat die Bratpfanne wirklich eine gute Hitze. Dann stelle ich ab, dass man es nicht gerade verbrennt. Nehme meinen ausgerollten Teig. Das ist wieder schwierig mit einer Hand. Und lege den in die Bratpfanne rein. Und nachher muss ich eigentlich nur noch Geduld haben. Und sollte den beim Backen können wenden. Jetzt wird man die Verfärbung des Teigs sehen. An dem Mal sieht man, dass er nicht mehr teigig ist, dass er lind ist, dass er durch ist. Er darf aber nicht so fest gebraten sein, dass er ihn nicht mehr rollen kann. Das wäre kontraproduktiv. Hier seht ihr jetzt, ich hätte ruhig noch etwas grösser dürfen. Es ist ganz wichtig, dass man das ein bisschen anschaut. Vielleicht beim nächsten ein bisschen optimiert. Je grösser ihr sie ausrollen könnt, also nehmt wirklich die grösste Bratpfanne, die ihr habt, desto weniger teigig sind sie. Jetzt sieht man, dass sich hier anfängt zu blottern bilden. Das ist da, wo man will. Das ist die Feuchtigkeit, die nicht weg kann und da drunter bleibt. Und in der Regel, wenn er sich so anfängt aufblaustern, kann man mal drunter schauen. In der Regel kommt dann hier so ein Dämpfchen raus. Dann weiss man auch, es wird drunter geschaffen. Das ist gut. Immer beim ersten, zweiten ein bisschen Schwierigkeit. Hat man noch ein bisschen länger dürfen kehren, fallen die Blätter zusammen und dann tut er sich auf dieser Seite noch bröteln. Hier jetzt wesentlich weniger lang. Und dann habe ich hier ein Haushaltspapier. Ein Haushaltstüchli, wo ich die drunter tue, wo fertig sind. Das heisst, ich lege die hier drauf. So geht es. So. He? Nachher tun wir hier drauf und gerade sofort wieder zudecken. Dass die Feuchtigkeit hier innen bleibt und dass sie bleiben. Die Pfanne lasse ich so, die tue ich nicht anstellen und jetzt rolle ich den nächsten aus. Ich tue sie nahtlos noch ausrollen, dass sie mir nicht an der Kombination kleben, das ist mir mehr wert. Ganz wichtig, längt nicht in die heißen Blättern hier, die sind süttig heiß. Und ganz wichtig ist, hier sieht man jetzt deutlich, die Bratpfanne ist viel, viel grösser. Wenn sie so geil sind, dann sind sie noch zu wenig gebacken. Dann müsst ihr sie unbedingt noch mal rein tun. Das ist auch ein bisschen, da muss man ein bisschen das Gespür bekommen. Lieber mal zu früh wegnehmen und noch mal rein tun, als am Anfang schon zu kross machen und ihr könnt sie nicht mehr rollen. Dann habt ihr so nahmässig so zum Zupfen und zum Dippen. Auch geil. Auch sehr, sehr fein, aber ganz ein anderes Produkt. Ich mache jetzt doppelspurig. Dann kann ich die immer überkehren. Die Pfanne ist viel heißer als die hier oben. Wenn ihr die so unter dem Tuch habt, das ist süttig heiß hier, die Dämpfe rauskommen, höchstwahrscheinlich sind Fajitas, Burritos, mexikanische Fladenbrot, etwas vom geilsten, was man in kurzer Zeit gemacht hat, aber etwas, das einfach ein bisschen anders ist, als da, wo man sich bis jetzt so gewohnt ist, aus den Läden. He? Tatsache ist, man kann sie rollen, sie sind geschmeidig weich, sie sind ein Mühe dicker, aber sie sind von Hand gemacht, sie sind nicht maschinell gemacht. Wenn ihr sie dünner könnt ausrollen könnt, macht ihr sie kleiner, also mengenmässig. Und wir haben gerne so, weil man dann, es pappt nicht durch.
Ihr könnt die nachher füllen mit dem, was ihr wollt, selber machen wollt. Hier könnt ihr Team selber machen. Hier könnt ihr mit Veggie. Da könnt ihr mit Fleisch. Da könnt ihr brauchen zum Rollen an einem Apero mit einem Rohschinken und einem Rucola und einem Frischkäse, macht meine Schwägerin. Tatsache ist, jetzt kann ich sie in meinen Behälter rein tun und kann sie so beim Tischen wunderbar anrichten. Ich wünsche euch einen guten und viel Freude beim Nachmachen.